So, da bin ich wieder. Ihr sollt dabei sein, wenn ich dieses glorreiche Rätsel entschlüssele. Sag ich doch! Was habe ich mir vorhin so kompliziert gemacht die ganze Zeit? Das sind zwei, drei Schritte und dann ist das Rätsel schon erledigt. So, ich werde nicht flüchten, da ich Erfahrungspunkte brauche. Bam! Und die Schleime sowieso nichts drauf haben. Bam! 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 Nein! Juhu, du hast Gift gespuckt, niemand wurde getroffen. Ja, yeah, Stufe 7 erreicht. Juhu! Wie gesagt, je höher das Level, umso toller. So, irgendwas hat sich jetzt getan, nachdem ich das hier geöffnet habe. Beziehungsweise nachdem ich das Rätsel geschafft habe. Okay, Gegner. Na, Steine. Was ist hier unten? Auch Gegner. Von da komme ich. Na gut, komm her. We will kill them all. Natürlich werden wir euch killen. Seid so luschenhaft. Bam. Bam. Lena wurde vergiftet. Oh mein Gott. Bam. Bam. Alter, ich geb dir gleich eine. Mit. Ich klatsch dich weg. Das kannst du mir nicht glauben. Okay. Jetzt sollte ich mich gleich aber wirklich mal ein bisschen heilen. Gegner geben viele Erfahrungspunkte, oder täusche ich mich da jetzt? Jetzt sollte ich mich wirklich mal jede mit einem Heilkraut ausrüsten, ausstatten. Oh Gott. Schleimkacke da. Na los. Noch mehr Gegner und immer drei Stück auf einmal. Ich hasse es. Bam. 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 Die Dame wurde vergiftet. Wow, wie schlimm. Na komm, spuckt euch selber an. Bam. Zah. Ha, 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 das war's schon. Mein Gott, seid ihr schwach. Was ist hier oben? Gib mir mal. Na, hier gibt's nichts. Nein, 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 nein. Gibt's hier was? Oh ja, da ist sogar etwas. Die Kugel gefunden. Juhu! Ich glaube, die ist erst erschienen, jetzt nachdem ich dieses Rätsel gelöst habe. Gehe ich mal davon aus. Ich wüsste sonst nicht, wofür das Rätsel eigentlich da sein sollte. Aber gucken wir uns nochmal hier rechts um. Oh, da liegt noch was. Eine Feuerkugel erhalten. Okay. Jetzt haben wir alle drei Kugeln und können nun die Türe öffnen. Ich bin schon gespannt, was mich denn hinter dieser Türe erwartet. Eventuell ein riesen Dämon, der nur darauf wartet, uns zu zerfleischen? Oder vielleicht ein Raum mit hunderten von Schatzkisten? Oder vielleicht doch ein Raum mit schönen Frauen? Ich bin schon ganz gespannt. Man kriegt auch noch Erfahrungspunkte. Und es ist tatsächlich ein Raum mit Schatzkisten. Schriftrolle, Zauber habe ich nicht gelesen gehalten. Karmesinrüstung, Topaz-Amulett, 120 Goldmünzen, irgendeine komische Statue. Zauber aufheben. Ja, geben wir das mal Lena. Was ist das für eine Technik? Verstärkt die Zauberabwehr. Oh yeah. Was habe ich bekommen? Eine Rüstung habe ich bekommen. Oh ja. Ist die Frage, wem gebe ich sie denn? Erhöht die Verteidigung und Zauberabwehr, dieses Topaz-Amulett. Ich denke, ich werde die Rüstung Erik geben. Und das Amulett werde ich Vitara geben. So, sehr schön. Oh, hätten wir das auch gelöst. Na, na, na. Ja, damit ist dieses Dungeon erledigt. Also, ich denke, ich gehe mal stark davon aus, dass das ja ein optionaler Dungeon war. Gibt es, wie gesagt, sehr viele in diesem Spiel, was ich auch sehr schön finde, auch sehr geil. Was ich jetzt allerdings nochmal gucken will, Schätze. War das hier? Schriftrolle Kudos erhalten. Das war der Hinweis. Hinweis Nummer 3. Eine Schriftrolle von einem bekannten Philosophen. Bevor ich jetzt in die nächste Stadt gehe, werde ich diesen Schatz abgeben, weil ich dann auch wieder Erfahrungspunkte bekomme. Und weil ich übrigens auch einkaufen gehen möchte und mich ausruhen gehen möchte. Oh, und so viel habe ich noch vor. Schätze überprüfen, du hast tatsächlich die Schriftrolle Kudos gefunden. Die Belohnung hast du dir wirklich verdient. Ein weißes Elixier. Doch keine Erfahrungspunkte. Gut, schlafen wir erstmal eine Runde. Ja, 5 Goldmünzen kann ich noch verkraften. Hab ich mir schon gedacht, dass da der Schatz versteckt ist. Und man erkennt es an der Höhle erstmal, so speichern. Man erkennt es erstmal an der Höhle, die oben angezeigt war, und dann an diesem komischen ovalen, ja, an der ovalen Fläche eben. Wo das allerdings sein soll, muss ich eben noch rausfinden. So, jetzt wollen wir ein paar Heil-Items kaufen. Ein bisschen Zauberkraut und dann noch ein bisschen Heilkraut. Ein bisschen was verkaufen. Erhöht Angriff und Abwehr. Das weiße Elixier. Oh ja.
Sehr schön, im Kampf erhöht Angriff und Abwehr. Gut. Wollte ich noch was hier machen? Nö, wollte ich nicht. Gut, das heißt, wir schreiten weiter voran in diesem spannenden Spiel. Ist das vielleicht hier? Mit dem Schatz? Nee, da kann ich sowieso noch nicht hin. Gut, ich meine, die Schätze kann man später ja auch alle noch holen, also so ist das ja nicht. Wenn man sie jetzt nicht findet, dann macht man das einfach später. Dip, dip, dip. Ui, ein netter Spaziergang und zwei Frauen an der Seite, wie schön. Ich frage mich, wie Mondfels wohl aussieht. Mondfels wurde komplett aus weißem Marmor gebaut. Außerdem Jadeturm gibt es nicht... Oh, du bist also schon mal dort gewesen? Mein Gott, reden die schnell. Ja, aber es ist schon viele Jahre her. Mhm. Okay. Ich habe mir das Schloss zusammen mit Taran angeschaut. Wenn es dir nichts ausmacht, willst du uns nicht ein bisschen über ihn erzählen? Das macht mir nichts aus. Okay. Taran und ich kennen uns schon seit 10 Jahren. Als wir uns beim großen Turnier in Mubrak getroffen haben, haben wir uns auf der Stelle ineinander verliebt. Seit daran sind wir von einem Abenteuer ins nächste gestolpert. Das liegt wohl daran, dass Taran ein leidenschaftlicher Dieb ist. Ja, okay. Ein Dieb? What the fuck? Ja, leider ist dieser Beruf aber auch sehr gefährlich. Das ist wohl wahr. Bevor wir uns aus den Augen verloren haben, hat er mir gesagt, er nimmt einen sehr wichtigen Auftrag an. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich muss so schnell lesen, tut mir leid. Okay, ihr Freund ist also ein Dieb. Ui, ui, schönes Schloss. Dort ist das Schloss. Wow. Es ist wirklich wunderschön. Ja, finde ich allerdings auch. Wollen wir das Schloss gleich betreten? Ja, wollen wir. Aber als erstes speichern wir... Nein, ach. Als erstes speichern wir noch eine Runde. So. Mondfels. Oh, die Musik ist auch sehr schön. Moment. Aus welchem Spiel? Aus Chrono Trigger bin ich der Meinung. War das Chrono Trigger? Ich glaube ja. Sehr schöne Melodie. Willkommen in Mondfels. Ich habe gehört, den Wahrlingen sollen Untote aufgetaucht sein. Wie ist sowas nur möglich? Ja, gute Frage. Ja, Kollegas. Kann ich euch helfen? Wir müssen unbedingt die Königin treffen. Die Königin empfängt ihre Bürger nur zu bestimmten Zeiten. Ihr müsst bis morgen warten. Es ist aber sehr wichtig. Wir wurden vom Vikar aus Wahrlingen geschickt. Es geht um die Untoten. Um die Untoten? Das ist natürlich etwas anderes. Folgt mir bitte. Ja, 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 so ist das. Ja, ist aber... nicht gerade ein pompöser Thronsaal. Und deswegen hat uns der WK zu ihnen geschickt. Jetzt heißt sie auf einmal Königin Beatrice. Okay, okay, okay. Die Dinge stehen noch schlimmer, als ich es befürchtet habe. Ich möchte euch bitten, dass ihr nachher dem Bankett beiwohnt. Die beiden Orden sollen erfahren, was passiert ist. Meint ihr, die Orden werden etwas unternehmen? Ich werde dafür sorgen, dass sie es tun. Bevor das Bankett anfängt, könnt ihr euch gerne im Schloss umschauen. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Ich gehe mich mal in den Quartieren der Ritter umschauen. Ich werde nach Taran suchen. Gut, dann schaue ich mich auch mal um. Okay. Hey du, komm mal zu mir. Ja? Wie ist dein Name? Ich heiße Erik. Hm, Erik also. Du hast so ein Funkeln in den Augen, das erinnert mich an meine Jugend. Ich könnte dir eine Angriffstechnik beibringen, die dir bestimmt nützlich sein wird. Bist du interessiert? Ja, sicher, natürlich. Okay, dann legen wir mal los. Yay, was erlerne ich denn jetzt? Klingenwirbel erlernt. Sehr schön. Ich danke Ihnen. So, nun schauen wir uns um. Yay! Okay, ich steuere jetzt Lena. Gut, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Mal gucken, was wir hier so herausfinden können in diesem netten Schlösschen. Ach, da ist die Königin nochmal. Abgeschlossen, abgeschlossen, alles abgeschlossen. Dip, 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 dip. Ich habe bei diesen Untoten ein komisches Gefühl. Vielleicht haben sie schon das ganze Land übernommen. Mach dir keine Sorgen. Mit der Hilfe des Schöpfers werden wir sie besiegen können. Hoffentlich hast du recht. Ja. Der Schöpfer kann dir nicht mehr helfen. Du bist doch zum Bankett eingeladen, oder? Ja. Also, mit diesen Lumpen kannst du unmöglich zum Bankett gehen. Lumpen? Das sind keine Lumpen, sondern meine Rüstung. Sag ich doch, Lumpen. Die riecht wahrscheinlich schon. Hey, ich wasche mich jeden Tag. Außerdem halte ich die Rüstung immer sauber. Trotzdem, sowas trägt man nicht bei Hofe. Ich habe ein Zimmer für euch vorbereitet, da kannst du dir was anderes anziehen. Es ist die Tür rechts. Wenn es unbedingt sein muss. Zickenterror. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Oh, wer bist du denn? Dass alle vor dir wegrennen. Ups, mein Controller. Oh, ein sehr unheimlicher Zeitgenosse. Wer war das? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ihr auch, Leute? Irgendwie unheimlich. Geh mal ins Zimmer, zieh dich mal um. Hey, wieso musstest du dir eigentlich nichts anderes anziehen? Oder wie Tara? Hä? Was meinst du? Schon gut.
Schau dir mal diesen komischen, schwarz gekleideten Typen dort an. Ja, er sieht wirklich unheimlich aus. Herr Ritter, wer ist das da drüben? Sein Name ist Deimos. Er untersteht direkt dem Papst. Niemand, mit dem man gerne zu tun haben will. Seine Fähigkeiten sollen angeblich nur von seiner Grausamkeit übertroffen werden. Die Kirche setzt ihn immer dann ein, wenn es Drecksarbeit zu tun gibt. Warum erinnert mich das jetzt an Helsing, an Pater Andersen? Ich weiß nicht, warum mich jetzt das daran erinnert. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen an diesem epischen Moment einen kleinen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Eterna. Es bleibt auf jeden Fall spannend.